Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier auf dem Kanal Film Review. Heute geht es um den Film It Follows, der eine Lauflänge von ca. 107 Minuten hat, mit einem FSK 16 daherkommt, aus den USA aus dem Jahre 2014 ist und ab dem 27. November 2015 auf DVD und Blu-ray erscheinen wird. Kurz zur Handlung. Die 19-jährige Jay stellt in It Follows nach dem ersten Sex mit ihrem neuen Freund schockiert fest, dass dieser mit der Beziehung eine grausame Absicht verfolgte. Hutch erklärt ihr, dass durch den Geschlechtsverkehr sein Fluch auf sie übertragen wurde. Sie wird fortan von einem übernatürlichen Wesen heimgesucht, das jederzeit auftauchen kann. Das Wesen kann jede mögliche Form annehmen und wird nur von dem verfluchten Menschen sowie ehemaligen Infizierten gesehen. Es scheint besessen von seinem Wirt und bewegt sich zielstrebig auf sein Opfer zu, wenn auch nur in Schrittgeschwindigkeit. Wenn es Kay einholt, wird er sie töten und sich danach wieder den nächsten Menschen in der Reihe vornehmen, den der Fluch an sie weitergegeben hat. Verstört kehrt die junge Frau nach Hause zurück. Obwohl Paul, Kelly und Jarrah die Erscheinungen, die Jay daraufhin wiederholt erblickt, nicht sehen können, erklären sie sich bereit, ihrer Freundin zu helfen. Aber kann Jay das Unvermeidliche tatsächlich aufhalten? Das ist im Groben die Geschichte von It Follows. Und jeder, der glaubt, ja, ein typischer Slasher-Film oder typischer Cast, wo eigentlich nur Jugendliche herumsechseln und so weiter, das ist hier nicht der Fall. Denn es gibt so einige positive Bemerkungen und auch wenn manche sagen, It Follows ist der bessere Film seiner Gattung dieses Jahres gewesen, ja, das muss ich denn zustimmen. Denn es ist ein, und das kommen wir zum ersten positiven Punkt, ein andersartiger Horrorfilm. Ja, er ist nicht typisch, er kommt sehr mit einer anderen Kameraeinstellung daher, nicht so typisch, wie man es aus dem üblichen Horrorgenre kennt. Nicht so wie, wir haben ja schon Horrorfilme dieses Jahr gehabt, wie zum Beispiel das Remake von Poltergeist, Ouija und so weiter, aber hier sticht It Follows genau mit seiner Andersartigkeit genau hervor. Und ich möchte darin gar nicht weiter jetzt da fortfahren, denn sonst würde ich ja spoilern und das möchte ich ja nicht. Der Schauspielercast ist zwar alles relativ jung, aber macht ihren Job oder sie machen ihren Job ziemlich gut. Das muss man ihnen lassen. Es kommt glaubwürdig rüber. Die Hauptdarstellerin macht in den richtigen Momenten die richtige Mimik, die richtige Gestik, übertreibt nicht, ist sie irgendwie nervig, sondern macht ihren Job, so wie alle anderen, auch ziemlich gut. Der dritte positive Punkt ist, dass der Film relativ blutleer daherkommt. Wir haben hier nicht, wie gesagt, einen Slasher-Film, sondern es ist ein Horrorfilm. Da ist ein bisschen ein kleiner Unterschied, ja? Der ziemlich mit der Psyche spielt, der mit der ziemlich dominanten Musik auftritt und ziemlich blutleer ist oder relativ blutleer ist. Also man sieht hier keine Eingeweide oder man sieht hier keine rollenden Köpfe oder abgetrennte Arme oder irgendwie so etwas in der Art, sondern hier spielt dieser Horrorfilm mehr mit Psyche. Und das ist in meinen Augen wirklich andersartig und ziemlich, ziemlich gut und gelungen. Und natürlich habe ich schon ziemlich viele Horrorfilme gesehen, sei es von Freitag der 13. über Halloween, Nightmare on Elm Street und so weiter, also ziemlich einige Horrorstreifen. Und ich muss sagen, dieser Film hat es geschafft, einige richtige Schockmomente zu erwirken. Ich habe mich in einigen Stellen richtig erschreckt und wer eigentlich viele Horrorfilme schon gesehen hat, da muss man sagen, ja, eigentlich kann mich nichts mehr viel erschrecken, weil ich ja das schon ziemlich gewohnt bin oder ja, schon abgehärtet bin. Aber dieser Film hat es wirklich geschafft, einige richtige Schockmomente zu hervorzaubern und wirklich 1A gelungen. Das einzig Negative an dem Film, da kann man jetzt zwiegespalten sehen. Entweder sagt man, der Film ist zu lang oder der Film hat das gewisse Etwas verfehlt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wer den Film gesehen hat oder wer den Film ansehen möchte, kann dann sicher im Nachhinein sagen, was ich damit meine. Das heißt, die 107 Minuten sind zwar nicht in dem Sinn jetzt da extrem zu lang geraten, aber man kann sich jetzt entscheiden. Okay,
hat jetzt der Film eine vielleicht 10, 15 Minuten zu viel des Guten getan? Oder kann man sagen, hätte da etwas anderes noch Platz gehabt, damit der Film ein bisschen mehr Routine gehabt hätte? Ja, es ist dann zum Schluss dann vielleicht ein bisschen zäh, ein bisschen lang, wie auch man es immer sehen möchte, aber ja, das ist eben Ansichtssache. Wer den Film gesehen hat oder wer ihn an sich anschauen möchte, wird im Nachhinein sicher wissen, was ich damit meine. Aber das war es im Grunde von It Follows und ich vergebe die Punktegabe hier wirklich ziemlich gern und mit Freuden. Ich muss sagen, habe den Trailer gesehen, war nicht jetzt das so überraschend, aber muss sagen, wirklich gelungen und top und bekommt von mir als Horrorfilm 7,5 von 10 möglichen Punkten und auch insgesamt ein Film, den kann man sich jederzeit ansehen, ist wirklich, wirklich toll. Vergebe ich ebenfalls 7,5 von 10 möglichen Punkten. Und das war's mit It Follows, wie gesagt, ab dem 27. November 2015 auf DVD und Blu-ray erhältlich. Schreibt mir euren Kommentar zu dem Film, wenn ihr sagt, oh, das finde ich jetzt ganz interessant, den werde ich mir ansehen. Oder wenn ihr schon gesehen habt, dann schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn ihr keine Review mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und wir sehen uns ganz sicher bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.